Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Egal, was passiert, wir werden nicht verlieren! Ha, ha, ha! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert! Der Fremdrassige immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Das sagen ausgerechnet Sie, Opportunist. Dann entblößen wir die Westfront! Ich glaube! Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich habe das einmal mitgemacht! Das reicht! Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Doch in erhöhtem Maße will er Menschengeld. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Die Affen zum Beispiel. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Holen Sie mir Fegelein! Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Wie bitte? Sofort! Sie sind ohne Ehre! Mein Führer, Steiner